Nachdem die RTX 4070 Super und die 4070 Ti Super nun seit ein bis zwei Wochen auf dem Markt sind, fehlt abschließend nun nur noch das größte Modell, die RTX 4080 Super, und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Ich sag's ganz direkt, das ist aus technischer Sicht der mit Abstand unspektakulärste Refresh überhaupt. Während wir bei der 4070 S über 20% mehr Leistung und einen größeren Cache gesehen haben, sowie bei der 4070 Ti Super ca. 10% mehr FPS und einen größeren VRAM mit breiterem Speicherinterface, bekommt diese neue Karte übertrieben gesagt lediglich eine Handvoll CUDA-Cores mehr. Das ist alles. Der entscheidende Vorteil liegt daher scheinbar fast ausschließlich beim Preis, denn Nvidia hat die UVP im Vergleich zur ursprünglichen 4080 um sage und schreibe 220 Euro gesenkt. Ich habe hier das Aero OC Custom Design von Gigabyte vor mir, und damit werden wir gleich ein paar Benchmarks machen, uns Leistungsaufnahme und Kühlleistung ansehen sowie am Ende ein Fazit zu der Karte und dem Preis ziehen. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß dabei! Wir beginnen einfach mal direkt mit den technischen Daten, und wenn wir hier die Werte von 4080 und 4080 Super betrachten, fällt ziemlich schnell auf, dass es zwar ein paar Unterschiede gibt, diese aber alle sehr gering ausfallen. Statt bisher 9728 CUDA-Kerne bekommen wir jetzt 10240, das sind ungefähr 5% mehr. Die Tensor-Cores sind auf insgesamt 320 gestiegen, während es 80 RT-Cores gibt. Selbstverständlich hat sich an den Generationen hierbei nichts verändert. Sehr auffällig ist nach wie vor die gigantische Differenz zur RTX 4090, also da würde es mich extrem wundern, wenn wir nicht zu gegebener Zeit noch ein TI-Modell sehen werden. Der Boosttakt wurde leicht auf 2550 MHz angehoben, wobei in der Praxis mit der Gigabyte Aero OC eigentlich immer um die 2800 MHz anliegen. Der L2-Cache bleibt unverändert und auch beim Speicher tut sich wenig, hier wurde lediglich der Takt um 300 MHz angehoben, ansonsten bleibt es aber bei 16 GB, dem 256-Bit-Interface und so weiter. Die TGP ist mit 320 Watt ebenfalls identisch, was ziemlich absehbar war, da die RTX 4080 bereits einen gewissen Spielraum bis zu dieser Grenze hatte. Je nach Spiel und Auflösung hat die Karte sich im Schnitt so 250 bis 300 Watt genehmigt, und auch das neue Supermodell liegt lediglich 10 bis vielleicht mal 15 Watt darüber. Tatsächlich bin ich in allen Benchmarks nicht ein einziges Mal ins Power Limit gelaufen. Das Maximum war ein kurzer Peak auf 318 Watt. Bevor wir zur Leistung kommen, werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Gigabyte Aero OC Custom Design. Das Ding ist echt ein Brecher. Der Kühlkörper wurde 1:1 von der 4080 Aero OC übernommen, was natürlich logisch und sinnvoll ist. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt er außerdem genauso bei der großen 4090 zum Einsatz. Mit 34,2 cm ist die Karte schon mal ziemlich lang, aber die Tiefe von 15 cm und insbesondere die Dicke von fast 4 Slots sind einfach gigantisch. Hier muss man beim Kauf also auf jeden Fall genau darauf achten, dass das Teil auch in das gewünschte Gehäuse passt. Der 12 Volt High Power Anschluss ist extrem weit nach innen versetzt, weil hier halt bereits die Platine endet, und das fand ich auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man genauer drüber nachdenkt, ist das aber gar nicht so doof, weil ihr dann zumindest keine Platzprobleme mit dem Stecker kriegt und auch den maximalen Biegeradius des Kabels recht gut einhalten könnt. Schlussendlich gibt es noch einen BIOS-Switch, mit dem ihr zwischen Silent und OC wechseln könnt. Die 4080 Super Aero hat einen schlichten, aber sehr schicken Look komplett in Weiß mit silberner Metallbackplate sowie ebenfalls silbernen Metallelementen um die Lüfter herum. An der vorderen Kante befindet sich ein Logo mit dem Aero-typischen Farbverlauf, je nach Blickwinkel sieht es immer etwas anders aus, und das Ganze ist auch RGB beleuchtet. Die Verarbeitung ist echt top, das ist eine wertige, solide Grafikkarte. Der Kühlkörper macht auch einen vernünftigen Job. Nach allen Benchmarks und Spieletests wurde die GPU maximal 62 Grad warm. Der Speicher ist mit 60 Grad super kühl und auch die Hotspot-Temperatur ist mit 72 Grad in einem sehr guten Bereich. Laut HW Info haben die Lüfter dabei mit bis zu 1700 RPM gedreht, was mir allerdings etwas komisch vorkommt, weil die Karte für diese Drehzahl wirklich leise ist und der gigantische Kühlkörper bei ca. 300 Watt und bis zu 62 Grad eigentlich auch mit weniger klarkommen sollte. Das ist also möglicherweise ein Auslesefehler, was letztendlich aber auch irrelevant ist. Wichtig ist ja nur, dass die Lautstärke passt, und das ist absolut der Fall. Kommen wir zum spannendsten Teil, in Anführungsstrichen, nämlich der Leistung. Wie immer beginnen wir mit 3D Mark Timespy, und da konnte die RTX 4080 Super 28.971 Grafikpunkte erzielen. Damit befinden wir uns grob 3,5% vor der alten 4080, das liegt also ziemlich nah beieinander. Übrigens, obwohl meine 4080 Ergebnisse mit einer Founders Edition gemessen wurden und manche Custom Designs ja durchaus etwas höher takten, lagen in beiden Fällen immer diese ca. 2800 MHz an, ist also durchaus gut vergleichbar.
Zur RTX 4090 bleibt eine Lücke von deutlich über 20%, also da hätte die 4080 Super meiner Meinung nach gerne noch einen Hauch näher rankommen dürfen. Bei 3D Mark Firestrike sieht das gesamte Feld sehr ähnlich aus. Erneut befinden wir uns um die 3,5% vor dem Vorgänger. Der Abstand zur 4090 ist hierbei etwas kleiner, nicht mal ganz 15%, was allerdings an einer CPU-Limitierung liegen dürfte. Firestrike ist schon etwas älter und bei den höher auflösenden Benchmarks ist der Abstand immer deutlich größer. So zum Beispiel auch beim Port Royal Raytracing Test. Hier ist die 4090 beeindruckende 37% schneller als die 4080S. Das ist ein Wort. Die wiederum ordnet sich wie immer 3,5% vor der normalen 4080 ein. Dann habe ich auch noch den DLSS Benchmark gemacht und ja, ich kann euch im Endeffekt nur immer wieder die ungefähr gleichen Zahlen nennen. Dieses Mal knapp 4% vor der 4080 und ca. 30% fehlen zur 4090. Daran ändert sich auch mit aktivierter Frame Generation nichts, die Abstände sind alle sehr vergleichbar. Bei Shadow of the Tomb Raider hängen wir in WQHD volles Rohr im CPU-Limit. Mit den Werten kann man also wenig anfangen. Mit Raytracing auf Ultra sowie aktiviertem DLSS im Qualitätsmodus sieht das immer noch sehr ähnlich aus. Im Schnitt zwar 1 FPS mehr, den minimalen Wert der 4080, also 159 FPS, konnte ich auch nach mehrmaligen Tests allerdings nicht erreichen. Wobei das natürlich marginale Abweichungen bzw. Ungenauigkeiten sind, die einfach vorkommen können. In Ultra HD bekommen wir immerhin aussagekräftigere Ergebnisse, auch wenn die Differenz zum Vorgänger echt gering ist. Wir sprechen hier über 2,5% zwischen 4080 und 4080 Super. Tests in WQHD sind in dieser Leistungsklasse durch Limitierungen anderer Komponenten leider häufig nutzlos, so auch wieder bei Far Cry 5. In Ultra HD erzielen wir hingegen einen leichten Vorsprung, wobei das letztendlich wieder nur knapp über 2% sind. Man kann die Testerei jetzt weiter fortführen, aber Überraschungen wird es da wohl nicht geben. Die technischen Daten haben ja schon deutlich gezeigt, dass sich zwischen den beiden Modellen nur wenig verändert hat und auch Nvidia hat von vornherein bei der Präsentation eher tief gestapelt. Die Benchmarks zeigen mal etwas über 2%, mal 3,5 bis 4, aber kombiniert kann man, denke ich, von ca. 3% mehr Leistung sprechen. Und da stellt sich abschließend natürlich die große Frage, wozu das Ganze? Natürlich muss man es nicht zu negativ sehen, denn im Endeffekt wird die 4080 durch ein minimal verbessertes Supermodell ersetzt, das in der UVP massiv gesenkt wurde, wie gesagt um 220 Euro. UVP und Marktpreis sind aber nun mal zwei Paar Schuhe. Die RTX 4080 ist in den letzten Wochen tendenziell wieder etwas günstiger geworden und wird sicherlich nach dem heutigen 4080 Super Release weiter im Preis fallen, bis die Restmengen dann abverkauft sind. Durch die sowieso schon niedrigeren Marktpreise im Vergleich zur alten UVP bedeutet das allerdings auch, dass mit der neuen 4080 Super kein spürbarer Preisfall kommen wird. Denn dafür wird ja die neue UVP aufgerufen und die ist letztendlich grob auf dem Niveau der jetzigen 4080 Straßenpreise. Ihr zahlt also, denke ich, so ziemlich das gleiche und bekommt um die 3% mehr Leistung. Es gibt zwar Schlechteres, aber in meinen Augen wäre da durchaus mehr Potenzial gewesen, so gut ich die Reduzierung der unverbindlichen Preisempfehlung auch finde. Noch ein paar Prozent mehr Leistung, vielleicht 20 GB VRAM oder irgendwas in diese Richtung. Aber gut, davon abgesehen ist das selbstverständlich nach wie vor eine sehr performante Grafikkarte, die gewohnt effizient ist. Auch die Raytracing-Leistung sowie DLSS, Frame Generation und die unzähligen sonstigen Nvidia-Features sind große Pluspunkte. Hier greift am Ende zu 100% mein RTX 4080 Fazit. Die Gigabyte Aero OC hat mir insgesamt wirklich sehr gut gefallen. Ich finde den Kühler zwar etwas zu fett, aber die Karte ist schick, gut verarbeitet und bietet eine sehr ordentliche Kühlleistung. Spulenfiepen hatte mein Exemplar übrigens auch nicht, also da gibt's nichts zu meckern. Abschließend bin ich jetzt auf eure Meinungen zu dieser neuen Karte gespannt. Schreibt sie also sehr gerne in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen diskutieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute, bis dahin, ciao.